Hallo, ich bin Lieke aus der Anzengruber Straße 24. Oh ja, und auch unser Haus wurde verkauft. Ich spreche jetzt hier für 36 Mietparteien und 2 Gewerbeeinheiten. Vielleicht kennt ihr den tollen schlesischen Laden und den Lottoladen bei uns. Ich wohne seit 10 Jahren in diesem Haus und dachte immer, damit habe ich den totalen Jackpot. Und der ganze Mietenwahnsinn und die Verdrängung würde uns nicht betreffen, weil unser Haus dem evangelischen Johannesstift gehört. Ich dachte, die haben ja einen sozialen Auftrag, das ist die Kirche, die wird ja nicht Profit machen wollen und schon gar nicht mit unserer Miete. Ja, und vor einem guten Jahr haben wir dann erfahren, dass auch unser Haus verkauft wird. Wir haben uns dann mit ein paar Mieterinnen, Nachbarinnen zusammengetan, uns ausgetauscht und ab und zu getroffen. Wir haben auch zum Johannesstift Kontakt aufgenommen. Der hat uns erstmal eigentlich sehr in Sicherheit gewogen und gesagt, sie suchen einen gemeinwohlorientierten Käufer. Dann haben wir lange, lange gar nichts mehr gehört und vor 10 Tagen haben wir dann den Brief vom Bezirk erhalten, dass das Vorkaufsrecht geprüft wird. Unser Haus wurde von Margarete Windschild an den Johannesstift vererbt, 1995. Und einige unserer Nachbarinnen, die schon über 50 Jahre im Haus leben, kennen sie auch noch persönlich. Die war selber Bewohnerin im Haus. Und ja, wir haben viele Nachbarinnen, die schon Jahrzehnte dort leben. Wir haben sehr niedrige Mieten und das muss ganz dringend auch so bleiben. Also der Großteil unserer Nachbarinnen ist absolut angewiesen darauf, dass die Mieten nicht weiter steigen. Und wir haben auch viele Nachbarinnen, die gesundheitlich sehr eingeschränkt sind. Also ich weiß von 2 Nachbarinnen, die sich gar nicht mehr aus der Wohnung rausbewegen. Und viele nur mit sehr großer Anstrengung. Das ist uns nochmal so richtig bewusst geworden, als wir versucht haben, ein Haustreffen zu organisieren. Und dazu kommt ja eine sprachliche Barriere, weil wir viele nicht deutsche Muttersprachlerinnen im Haus haben. Das kommt dazu zu dieser körperlichen Einschränkung unserer Nachbarinnen. Und jetzt in Corona-Zeiten kam praktisch noch so eine digitale Barriere hinzu, weil viele im Haus nicht mal ein Handy besitzen und sich nicht einfach über BigBlueButton oder Zoom mit uns treffen können. Und aber genau diese Mischung an Bewohnerinnen, die seit so langer Zeit bei uns im Haus zusammenlebt, für die soll der Bezirk sich jetzt bitte unbedingt einsetzen. Also unser Ziel ist ganz klar, dass das Vorkaufsrecht ausgeübt wird. Und auch wenn jetzt vielleicht durch den Mietendeckel oder das Milieuschutzgebiet die Mieten noch ein paar Jahre sicher sind, das reicht nicht. Das muss langfristig genauso bleiben. Wir wollen die Sicherheit, dass wir weiterhin in diesem Haus leben können. Und am Ende ist es auch eine politische Frage. Wir wollen nicht, dass ein Privatmensch Rendite mit unserem Wohnraum, mit unseren Mieten macht. Deswegen fordern wir den Bezirk auf, das Vorkaufsrecht auszuüben. Genau. Vielen Dank nochmal an die H48 für die Einladung, dass wir hier sprechen dürfen. Und auch danke an alle anderen Initiativen, die ganz schnell auf uns zugekommen sind und Unterstützung angeboten haben. Vielen Dank. Danke.